Also auch mit mehr als 120 Minuten Abstand wird das nicht mehr besser. Wenn du so einen starken Gegner über 119 Minuten lang Parole bietest und mithalten kannst, und dann kriegst du in der 120. keine Ahnung, das 2:1, dann tut's weh. Und kann dieses Ende nach so einem Kampf noch schlimmer sein? Nein, schlimmer kann es nicht sein. Wir probieren alles, wir geben 100% um die letzte Minute. Aber wir sind, ich denke, 20 Sekunden von 11 Meter und dann kann alles passieren. Und wir spielen gegen eine sehr gute Mannschaft. Wir haben 1-1. Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Sehr, sehr enttäuscht. Ich denke, in 11 Meter würden wir gewinnen, weil wir hatten ein gutes Gefühl, aber wir haben die zweite Tor kassieren und ja, das ist, was kann ich sagen, komplett scheiße. Und damit das komplette Gegenteil vom Einsatz und von der Leidenschaft, die unsere Jungs da auf den Platz gebracht haben, die war nämlich alles andere als scheiße. Sehr, sehr stolz. Nach den schwierigen Wochen, letzten Wochen, haben wir heute so viel Charakter gezeigt als Mannschaft. Jeder auf dem Platz hat gekämpft, alles gegeben. Und wenn wir so weitergehen in der Bundesliga, haben wir eine gute Chance. Ich gehe hier sogar noch einen Schritt weiter und sage, eine Mannschaft, die so kämpft, steigt nicht ab. Ja gut, dann müssen wir uns auch auf dem Platz zeigen die nächsten Wochen. Und nicht jetzt hier widersprechen, ja, so müssen wir spielen, so und bla und bli. Fresse halten, marschieren und dann... Ja, dann halten wir die Klasse. Okay, also vollen Fokus auf die Liga und einfach jedes Spiel so angehen wie das am Freitagabend. Dann kommen die passenden Ergebnisse nämlich von ganz alleine. 100%, aber jetzt sind wir erstmal richtig enttäuscht. Und wie es gerade Leo gesagt hat, wie ich mitbekommen habe, wir sollen jetzt nicht quatschen, sondern alles dafür tun, dass wir das auch in der Bundesliga auf den Platz bekommen. Und dann steigen wir nicht ab. Punkt. Und damit hören wir jetzt am besten auch auf zu reden. Werder TV Insight gibt es am Freitag wieder. Dann mit allen Infos zum Spiel der Männer gegen Leverkusen und der Frauen in Duisburg. Beide mit dem großen Ziel Klassenerhalt. Fresse halten, marschieren und dann, ja, dann halten wir die Klasse.